European way of life is non-negotiable. Nein, wir haben offensichtlich in Europa ein erhebliches Defizit in der Lösung solcher Megaprobleme. Die Amerikaner machen es auf ihre Art, aber sie machen es wenigstens. Da gebe ich Ihnen sogar ein Stück weit recht. Sollte die derzeitige asymmetrische Situation anhalten, schließen wir nichts aus, auch keinen Verhandlungsstopp. Wer Regeln für die Globalisierung will, der darf sozusagen beim Mutterland der Globalisierung nicht die Hosen voll haben, wenn es ums Verhandeln geht, sondern er muss selbstbewusst als Europäer an dieses Thema rangehen und sich immer die Freiheit lassen, am Ende Nein zu sagen. Aber verhandeln, um das beste Ziel zu erreichen, das ist die einzige Möglichkeit, die ich jedenfalls für aufklärerisch halte. Das Jacques Delors-Institut ist im letzten Jahr gegründet worden als ein kleiner Think Tank, der die europapolitische Diskussion in dieser Stadt verbessern möchte. Europa hat wenige wirklich eigenständige Zuständigkeiten. Und Handel gehört dazu. Warum treffen wir uns heute aber in Berlin und nicht in Brüssel, um darüber zu sprechen? Ich brauche die Frage gar nicht zu beantworten, weil wir in der TTIP-Diskussion merken, wie stark die nationalen Befindlichkeiten in dieser europapolitischen Diskussion diesmal eine Rolle spielen. Und daraus kann man ablesen, dass ein diskursiver Austausch über TTIP nur zwischen Brüssel und Washington nicht mehr gelingt. We are moving from an old world where trade opening was about removing protection to a new world where trade opening is about harmonizing precaution. In the old world, if I was, and I was, at some stage a tariff negotiator, I knew my political equation. I had my producers against me, and I had my consumers with me. In the new world of trade, this equation is upside down. I think people have legitimate questions about TTIP and about regulatory cooperation. And I think that those questions can be answered. What guarantee are you giving me that my level of precaution will not be lowered? Question for Peter, question for Denis. There is nothing that drives the regulators to suddenly start leveling down. I mean, it's not in the nature of the regulators to level down, it's the nature of the regulators to level up. We want TTIP to help build bridges where you can between the levels of protection we have, and you can only do that if the levels of protection are close. But my personal problem is that I can't really believe one single word as long as I haven't seen the document. Do we need investment protection in TTIP? I have to confess, I haven't heard a single convincing argument from an economist's perspective saying that if we have investment protection in TTIP, the level of investment between the EU and the US and vice versa will rise significantly. Then I want to state directly that it's, of course, firstly not true that there are no such agreements between mature democracies, but moreover, I want to point to the difficult subject that who is to be the judge? What is a mature democracy? So you in Erlangen want to say this is a bit, so you're not mature? Or is this not rather a concept which is not easily operable? I would have liked to be asked by Mr. Lamy, when will we have an international investment court? And I think I'm going to retire, if not be dead, before we have it. I think that if there is things wrong with the system, and this has come up a couple of times in the panel, that there are American agreements with some European states, and they might be particularly bad, first generation agreements, as they're known in the literature, and they could be updated, yes. But again, to echo Professor Krajewski, why should this be done on such a massive scale, involving 29 states? Is this actually just amounting to an experiment? And should we be experimenting on this sort of a level? Wenn wir den Amis
in die Falle gehen in dieser konkreten Frage, heißt das, wir verabschieden uns von dieser multilateralen Orientierung und lassen zu, dass ein parochiales Denken, das in den USA dazu führt, dass es für den Mittelständler überhaupt nicht überschaubar ist, welcher Standard eigentlich demnächst gilt, dass das dann uns vorgesetzt wird. Hat weder mit Vereinfachung zu tun, noch mit Transparenz in der Wirtschaft, noch mit Level Playing Field, noch mit multilateraler Orientierung, noch mit den Wirtschaftsinteressen jenseits des transatlantischen Verhältnisses. Also darf ich dazu direkt etwas sagen? Ich teile diese grundsätzliche Einschätzung dieses Abkommens und des transatlantischen Handels als, wie Sie sagen, Schutz- und Trutzbündnis gegen Dritte überhaupt nicht. Wir befinden uns als Europäer wie als Amerikaner in einem sich ständig weiter verschärfenden globalen Wettbewerb. Kurz vor dieser 11. Runde müssen wir jedoch leider feststellen, dass die Verhandlungen nicht ausgewogen sind. Ich ziehe hier vor Ihnen eine bittere Bilanz dieser 2 Jahre. Nachdem die Trade Promotion Authority, TPA, angenommen wurde und das Europäische Parlament die Entschließung zur TTIP verabschiedet hat, müssten die Verhandlungsführer theoretisch Fortschritte erzielen können. Und doch müssen wir feststellen, dass es in 10 Verhandlungsrunden nicht wirklich gelungen ist, zu verstehen, was unsere amerikanischen Partner und Freunde ihrerseits akzeptieren würden, damit das Abkommen zustande kommt. Es wird Zeit, ganz objektiv und auch ganz ruhig zu sagen, dass keine Fortschritte möglich sind, wenn die Amerikaner sich nicht auch wirklich bewegen. Denn von europäischer Seite sind derweil sämtliche Themen auf den Tisch gelegt worden. Sollte die derzeitige asymmetrische Situation anhalten, schließen wir nichts aus, auch keinen Verhandlungsstopp. Auf keinen Fall wird Frankreich ein unausgewogenes Abkommen unterstützen. Es wird jedenfalls mit meiner Zustimmung und ich bin ganz sicher auch nicht mit der Zustimmung Frankreichs und ich bin sicher auch nicht mit der Zustimmung des deutschen oder französischen Parlaments kein Abkommen geben, bei dem das demokratische Recht, das nur den Parlamenten zusteht, über Gesetze und Verordnungen zu entscheiden, in irgendeiner Weise ausgehebelt wird. Es ist ein Abkommen, was ein gigantisches Deregulierungsabkommen ist, das das Recht auf Profit über jedes andere Recht stellt. Was wir machen müssen, ist eben nicht den von Ihnen beschriebenen Weg zu gehen, aber dafür einen Weg zu gehen, bei dem wir Standards zwischen den beiden größten Handelsräumen entwickeln, die für den zukünftigen Welthandel erste vernünftige Standards für Nachhaltigkeit festschreiben können.